Hallo und herzlich willkommen, liebe Minecraft-Freunde. Hier ist der Ruby, heute leider ohne Begleitung. Wir spielen wieder mal Minecraft Tekkit Part 3. Heute leider alleine. Er hat sein ganzes Zeug in die Kiste getan und ich habe hier auch ein bisschen sortiert, weil heute werden wir nämlich mal etwas anderes machen. Und zwar werden wir hier unterirdisch einen Durchgang bauen und bauen uns dann nämlich in diesen Berg hier ein Minenhäuschen rein, damit wir mal farmen gehen können. Hat den schönen Nebeneffekt, dass wir dass wir Stein bekommen, weil das ist das, was wir eben nicht haben. So, noch ein Stückel rein. Huch. Unterirdisch machen wir das dann später noch, also unterirdisch her. Ich mache hier mal lieber ein paar Fackeln hin. Das brauchen wir dann. So. Ich denke, nehme ich schon mal vor für den Keller und ja, diesmal denke ich dran, meine Stoppuhr zu starten. Weil das andauernde Vergessen geht mir langsam auf den Keks. Weil das Synchronisieren ja nicht so einfach ist und ja. Ich könnte euch da jetzt 2 Stunden lang voll heulen. Ist leider so, dass das nicht ganz einfach ist. Ich baue mich hier einfach mal rein. So. Dann bauen wir uns hier nach drüben weiter. Ich hoffe, uns springt jetzt hier kein lustiger Zombie-Geselle von oben rein und denkt sich, oh ja, ich mag Assassin's Creed und deshalb mache ich ein Luftattentat auf ahnungslose und wehrlose Spieler. Obwohl ich gar nicht so wehrlos bin. Meine Güte, was war das denn? Oh, ich habe gerade was ganz Komisches im Hals, also irgendwie. Oh, so eine Art Brocken, das ist echt nicht lustig. Was heißt eine Art Brocken? Oh, wie als hätte man irgendwie so ein hartes Steinchen verschluckt. Echt garstig. Echt garstig und überhaupt nicht lustig. Haben wir ja wieder ein bisschen Stein zusammen hier. Müssen wir dann bloß wieder rauskommen. Na, wann geht's hier kaputt? Jetzt ja. Aber wir haben uns ja die vom Chrissy mitgenommen und haben damit noch genügend Sachen, mit denen wir hier abbauen können. Ich glaube, das reicht erstmal so. Dann geht es hier dann definitiv runter. Haben wir erstmal wieder ordentlich Steine. Gefällt mir. Gefällt mir. Dann bauen wir uns nämlich hier mal runter. Ja, auf was stoßen wir denn da? Hoppel die Hoppla. Kohle. Wir brennen uns zwar oben gerade einiges an Holzkohle, aber echte Kohle kann man natürlich auch immer gebrauchen. Ich muss mir gleich mal neue Werkzeuge basteln gehen, weil ansonsten wird es echt nervig, sich hier durch die Erdschichten zu wühlen. Und außerdem dauert es verdammt lange. Man kann also nicht von einer Schnellmine sprechen. Aha, aha. Den hat wahrscheinlich jetzt niemand verstanden, aber. Ich muss hier eh erstmal irgendwie hochkommen. Dam, dam, dam. Oh nee. 4. So. Jetzt sind wir fertig mit diesem verdammten kleinen Skeletto. Skeletto Money. Ja, ich habe Angst, hier oben was zu bauen vor Creepern. Müssen wir ganz schnell machen.
Hier eine Schaufel, zwei, drei Schaufeln und ein paar Spitzhacken. Und ein paar Äxte können wir uns auch gleich mit basteln. So. Dann wären wir soweit fertig. Hier brauchen wir nochmal. Ja, so, das wird reichen. Die Holzkohle können wir gleich mal mit rausnehmen. Kohl. Charcoal. Okay. Autsch. Runterspringen wollte ich persönlich jetzt nicht, aber. Das Spiel meinte, es wäre besser so. Schien mir zumindest. Ich glaube, wir müssen das noch eins tiefer graben. Fällt mir so gerade auf. Immerhin, Kupfer. Kupfer brauchen wir für Kabel und Kabel braucht man für Technik. Und Technik ist ja der Sinn von Techit sozusagen. Das ist alles, was du brauchst. Alles Neue, vor allem, was du brauchst, ist da dabei. Von Generatoren über irgendwelche Stampfer, über coole Systeme kannst du da bauen, die Rohstoffe befördern. Alles in verschiedenen Mods zusammengewürfelt. Ich denke, wir sollten uns jetzt hier mal ein wenig besser ausrüsten. Buff. Wisst ihr was? Ich mache die Dreie breit. Da haben wir eine etwas höhere Ausbeute und außerdem verpassen wir weniger Rohstoffe. Und nebenbei bekommen wir noch mehr Stein. Und Stein, den brauchen wir ja, wie bereits gesagt, um unseren riesigen, hässlichen Steinklotz dahin zu basteln. Ich sag immer basteln. Wortwiederholung 6. Ja, wie gesagt, hässlich wird er werden, aber eben genauso funktionell. Jo, buddeln wir uns doch mal hier durch die Mitte durch erstmal. Ah, schön. Direkt auf Eisen getroffen. Oh, auf viel Eisen getroffen. Das bauen wir später noch ab. Es liegt ja zum Glück in dieser Dreierreihen. Ja, also, wenn wir dann den Rest abbauen, kommen wir ja eh noch dran vorbei. Was natürlich extrem sinnvoll ist, wenn man sich das jetzt mal überlegt. Da drei Reihen zu machen, ist doch gar nicht so blöd. Bloß hier müssen wir an der Decke noch ein bisschen was wegfräsen. Dann machen wir hier das erste. Eins, zwei, drei. Machen wir ans vierte eine, da brauchen wir die hier nicht. Eins, zwei, drei, vier. Ja, komm, machen wir jedes dritte. Das soll ja eine hübsche Mine werden. Ach, egal. Machen wir später, machen wir alles später. Schaufel, ich sollte mal diese verdammt nervige Hacke hier wegtun. Die müssen wir ja auch noch alle kriegen. Weil so eine Holzhaue, die bringt uns zwar nicht besonders weiter, aber ehe sie dann in Kisten rumliegt und vergammelt und sich eh nie wieder jemand dafür interessiert, ist es doch besser, die einfach mal benutzt zu haben. Bis sie kaputt ist und sich dann niemand mehr für sie interessiert. Weil dann kann man sie immer noch verbrennen. Die Teile, meine ich. Nee. Ich dachte gerade, wir hätten schon wieder irgendeinen Zinn oder so gefunden, aber nein, das sah nur so aus. Das hatte sich als Zinn getarnt, war aber gar keins. Eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Verdampf, was ist das eigentlich für eine auditive Sprache, sagt man, glaube ich. Nicht visuelle Sprache, sondern auditive Sprache, genau.
Also im Prinzip Geräuschsprache. Für die Leute, die es nicht so ganz mit den lateinischen Fremdwörtern haben. Auditiv kommt ja von Audio und Audio heißt ich höre. Also audire würde heißen hören. Ah ja, Latein. Könnte man jetzt alles durchdeklinieren. Und ich bin mir sicher, es gibt da von euch auch ein paar Leute, die Latein können. Wahrscheinlich sogar besser als ich. Ja. Ich bin jetzt nicht so der Beste in Latein. Also ich stehe da auf meiner 3. Nee, letztes Jahr war es eine 3, mittlerweile ist es eine 2, aber der Durchschnitt wird sich sicherlich bald nach unten begeben. 2, 3, 4. Da gibt es solche Pappenheimer, die können das extrem gut mit dem Durchschnitt nach unten begeben. Wollte ich gar nicht. Wir brauchen so hier, oder? 1, 2, 3, 4. Ja! Und wir haben nur noch 6 Fackeln. Heißt 6 mal 4, keine Ahnung. Nein, 6 mal 4, wer das nicht kann, der hat in der Schule wirklich gelitten, aber wirklich, wirklich. Nein, nicht den abbauen. 6 mal 4, weiß ich jetzt gerade nicht, aber wozu gibt es Taschenrechner, ne? Nein! Wer es jetzt nicht mitgekriegt hat. 6, oh, Zinn, Zinn, Zinn ist gut. Ja, ja, ich will nur ablenken, ich weiß. 6 mal, was ist denn heute los? 3 mal 4 haben wir 12, ganz einfach. Und nochmal 4 drauf haben wir 16. Also wer das nicht gebacken kriegt, 1, 2, 3, ja, müssen wir gucken, wie das hier jetzt ist irgendwie. Bauen wir einfach mal weiter. 3, 4, 5, echt, muss man da 5 in die Tiefe graben? Wir könnten uns ja eigentlich auch mal eine Eisenspitzhacke bauen, ne? Wäre zumindest ganz sinnvoll. Ich baue hier einfach mal die dritte Reihe aus. Dam, da, dam. Ne, die zweite Reihe. Zweite Reihe. Wer kann ich zählen? Naja, ich definitiv nicht. Das erinnert mich gerade wieder an den Witz. Aber wenn ich den jetzt bildlich erkläre, dann wird den eh niemand verstehen. Also lasse ich es gleich und ihr müsst euch damit zufrieden geben, dass ich was erzähle, was ich keinen interessiert. So ungefähr, ne? Oh, Zinn, Zinn. Daraus können wir uns wirklich schöne Sachen basteln. Ich hoffe, wir können in einem der nächsten Parts dann auch anfangen mit der Technik. 1, 2, 3, 4 ist der davor. Bauen wir es hier daneben. Ja. Falsch. So. 3, 4, ja, 5 müssen wir wirklich runter. Das hatte ich mir vorhin ganz richtig ausgerechnet. Ich hoffe, ja, wir sind schon unterm See, aber hoffentlich saufen wir jetzt hier nicht gleich ab. Selbst wenn, dann müssen wir eben fliehen. Aber das wäre natürlich schade um unsere schöne Mine. Wenn wir auch schon auf Höhe 27 sind, also da wird uns jetzt wahrscheinlich kein Wasser der Welt mehr. Werden wir wohl auf kein Wasser mehr stoßen. Es sei denn in Form von Öl. Aber da wir ja hier jetzt auch kein Grundwasser haben in Minecraft, ist es sehr unwahrscheinlich, dass wir hier noch auf Wasser treffen. Doch, in Minenschächten spawnt nochmal manchmal was. Und in Höhlen dann wohl eher selten. Also ist auch gut möglich, aber in Höhlen ist es meistens Wasser, was irgendwie von oben durchsickert. Das ist ganz interessant manchmal gestaltet. Können wir noch nicht abbauen. Super. Das hört sich an wie eine Höhle. Und ich schätze, das ist eine Höhle, auf die wir hier gleich treffen. Das ist immer eine witzige Vorstellung, wie man sich hier so gerade am Dach lang baut. So, ne? Hier so direkt. Ich stehe direkt unter dem Dach von meiner Mine. Und dann plötzlich stehst du da und merkst, oh, die ist ja plötzlich ganz schön hoch geworden. Hoffentlich fallen wir jetzt nicht einfach so in die Mine rein von oben. Das wäre ja extrem fail. Klatsch, einfach rein. Klatsch, rein, tot. Die 10 Kilometer vom Spawn laufen.
keine Ahnung haben, wo wir sind. Ja, ich mache mir hier mal eben den Waypoint nach Chrissys letzten Tod. Sollte man sich das wohl besser überlegen, bevor man hier irgendwelche Creeper angreift. Ich meine, ich hätte ihn ja auch fast gehabt und dann kommt er und... Naja. Man hat ja gesehen, wozu es geführt hat. Eins, zwei, drei. Ja, packen wir es erstmal hier ran. Oh. Ja, oh. Haben wir Mist gebaut. Aber richtigen Mist hier. Und so, oh, die Spitzhacke ist kaputt gegangen. Davon habe ich gar nicht mitgekriegt, ehrlich gesagt. Und der Part hat schon wieder eine leichte Überlänge. Wenn man die Abschaltquote von YouTube betrachtet, dann hat ich so ziemlich jedes Video auf YouTube Überlänge. Die soll ja durchschnittlich bei 7 Minuten liegen. Aber so ein Let's Play mit 7 Minuten Länge ist dann natürlich schon grenzwertig, weil dann stehst du da, alle 7 Minuten darfst du wechseln. Okay, da kriegst du dann schöne Werbeeinnahmen dadurch, aber mal abgesehen davon, dass ich hier gar keine Werbeeinnahmen kriege, wäre das für mich einfach Mist, die Videos so kurz zu machen. Aber das können wir ja nächstes Mal ausphilosophieren. Was macht ihr beide denn da oben? Ich kann gar nicht springen, so verkorkst bin ich hier schon. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst doch eine Bewertung da, einen Kommentar, was ich verbessern könnte. Wir sehen uns.